Liebe Schulungsteilnehmerinnen und liebe Schulungsteilnehmer, nach Ihrer Anmeldung zu unserer Online-Schulung mit unserem Collaboration-Tool VRE bekommen Sie von uns insgesamt 3 E-Mails. Die erste mit dem Betreff You were invited to VRE enthält Ihre E-Mail-Adresse als Username und ein zugehöriges Einmalpasswort. Verwenden Sie den ebenfalls in dieser E-Mail enthaltenen Link, um zur Login-Seite von VRE zu gelangen, und verwenden Sie dann diese Daten, um sich zum ersten Mal in VRE anzumelden. In der nun folgenden Maske können Sie ein eigenes Passwort vergeben, welches nur Ihnen bekannt ist. Anschließend haben Sie noch die Möglichkeit, Ihr gespeichertes Profil auf den neuesten Stand zu bringen, bevor Sie dann endgültig den Vorraum von VRE betreten. In diesem Vorraum haben Sie nun Zugang zu 2 Räumen. Je nach Teilnehmerzahl und Reihenfolge der Anmeldung heißt der eine Raum Trainee mit einer Zahl am Ende, also wie hier zum Beispiel Trainee 1. Der zweite Raum, in dem später die Präsentation Ihres Trainers stattfinden wird, ist der Demo-Raum. Betreten Sie zunächst mit einem Mausklick den Raum Trainee 1. Sollte in diesem Raum bereits ein Button mit der Aufschrift Join sichtbar sein, so hat Ihr Trainer bereits eine Ansa-Session für Sie gestartet. Sie können dann direkt mit einem Klick auf diesen Join-Button der bereits gestarteten Session beitreten. Bevor Sie dann mit Ansa arbeiten können, muss Ihnen bei dieser Variante allerdings noch Ihr Trainer die Kontrolle über diese Sitzung übergeben. Wenn Ihr Trainer dagegen noch keine Sitzung gestartet hat, dann können Sie nun selbst mit dem Bad-Button Start und darauffolgend mit Remote Ihre Ansa-Session starten. Auch hier öffnet sich in Ihrem Browser ein zweiter Tab, in dem Sie nun ein geöffnetes Ansa-Fenster sehen können. Da Sie in diesem Fall Ansa selbst gestartet haben, können Sie auch sofort damit arbeiten und wie hier zum Beispiel ein neues File einladen. Wechseln Sie nun wieder zurück in den ersten Tab Ihres Browsers, in dem Sie sich noch immer im Raum Trainee 1 befinden. Verlassen Sie diesen Raum über den Link My Rooms. Als nächstes betreten Sie nun bitte den Raum Demo. Mit dem dortigen Button Join öffnen Sie nun einen weiteren Tab Ihres Browsers, in dem Sie nun der Präsentation Ihres Trainers folgen können. Im ersten Tab dagegen befinden Sie sich immer noch im Raum Demo. In diesem können Sie für Zwischenfragen während der Präsentation Ihr Mikrofon ein- und ausschalten. Über das Kontextmenü der rechten Maustaste lassen sich in den meisten Browsern die Tabs nun auf verschiedene Fenster verteilen. Diese Fenster können Sie nun nach eigenen Wünschen geschickt auf Ihrem Bildschirm positionieren. Sollten Sie 2 Bildschirme besitzen, dann bietet es sich natürlich an, die beiden Fenster jeweils auf einen getrennten Bildschirm darzustellen. Das Ziel sollte sein, dass Sie zwischen oder während der Präsentation des Trainers parallel in Ihrer laufenden Ansa-Session auch gelegentlich eigene Übungen durchführen können. Wenn alle Trainingsteilnehmer dann die beschriebenen Schritte durchgeführt haben, dann hat Ihr Trainingsleiter während seiner Präsentation nun die Möglichkeit, die Bildschirme aller Teilnehmer zu sehen. Er kann somit das Tempo der Schulung anpassen und bei Bedarf einzelne Teilnehmer durch gezielte Hinweise unterstützen. Wir vom Lasso-Team wünschen Ihnen bereits jetzt ein spannendes und erfolgreiches Training.